Liebe Trader, im heutigen Video werfen wir einen Blick auf die aktuelle Pivotliste für den deutschen Markt und auf Basis derer zeige ich fünf interessante Trading-Chancen. Zunächst, wo finde ich denn immer die aktuelle Pivotal Point-Liste? Zum einen bekommt man ja sämtliche Beiträge per E-Mail zugesendet als Kunde. Die weitere Möglichkeit besteht darin, dass man hier auf diese Live-Trading-Fläche klickt. Dann kann man die einzelnen Rubriken wählen. Wir wählen die deutsche Sektion und dort haben wir sämtliche Beiträge archiviert. Und gestern um 12.05 Uhr ist die aktuelle Liste erschienen. Und hier sieht man, die Pivotal Point Liste beinhaltet immer die 10 wichtigsten und aktuellsten Pivotal Points, sowohl für den deutschen Markt bzw. Europa als auch für den US-Markt wird diese Liste erstellt. Neu hinzugekommen ist gestern beispielsweise eine LPK Laser und dann sieht man auch hier immer in Kurzfassung, was letztendlich den Pivotal Point ausgelöst hat, um welche Aktie es sich handelt und wann dieser Pivotal Point zu welchem Aktienkurs ausgelöst wurde. Und an der Stelle müssen wir nochmal klären, worum handelt es sich denn genau bei einem sogenannten Pivotal Point. Und zwar, die Pivotal News Points sind bedeutsame Schlüsselnachrichten, die den Kursverlauf einer Aktie auf Wochen oder gar Monate hinweg stimulieren können. Meistens handelt es sich dabei um gute Ausblicke, Geschäftszahlen, die entsprechend über den Erwartungen der Marktanalysten liegen oder auch die Präsentation neuer Produkte bzw. eine deutliche Kurszielanhebung mit einer guten Begründung. Und als Trader ist es unsere Pflicht, diese aktuellen Pivotal Points wirklich intensiv im Auge zu behalten, auf einer Watchliste zu führen, denn diese Aktien geben einem auch immer wieder die Möglichkeit für den Neueinstieg. Es können schnelle Pullback-Bewegungen sein nach einer sehr starken Impulsbewegung oder diese Aktien vollziehen eine bullische Konsolidierung im Idealfall über die Zeitachse innerhalb von einer engen Handelsspanne. Und wenn dann neue Stärke in solche Titel reinkommt, dann sind das immer wieder wunderbare Einstiegsgelegenheiten für uns Trader. Entweder um hier wirklich den Einstieg in eine Neubewertungssituation zu finden oder eben auf eine weitere mehrtägige Impulsbewegung zu setzen. Und man sieht auch in diesem aktuellen Marktumfeld, wo sich rein technische Breakouts zunehmend schwer tun, macht es wirklich Sinn, gezielt eben auf diese Pivotal Point Bewegungen zu setzen, wo die Aktien nach Bildung eines solchen Pivotal Points eben wirklich weiterhin stimuliert werden. Schöne Beispiele in letzter Zeit war eine Pfeiffer Vacuum oder auch eine Leonie. Beide Aktien sind ja auch hier noch mit drin. Und im nächsten Schritt möchte ich jetzt auch noch 5 Aktien aus dieser aktuellen Pivotal Point Liste vorstellen, die gar keinen schlechten Eindruck machen und wo sich womöglich auch zeitnah neue Trading Chancen abzeichnen könnten. Ich switche in das Trading Desk und hier habe ich bereits eine Kursliste vorbereitet unter meine Listen Pivotal Liste Deutschland aktuellen Top 5. Und diese Titel wollen wir uns jetzt der Reihe nach mal durchschauen. Beginnen wir mit einer Infineon Aktie. Hier gab es zuletzt auch einen markanten Pivotal Point. Es war eine Prognoseerhöhung und man sieht eben, dieses aktuelle Konsolidierungsverhalten ist recht konstruktiv. Wir notieren hier auch in Schlagweite der aktuellen Jahreshochs und wenn jetzt hier aus diesem Bereich heraus mal ein deutlicher relativer Stärkeansatz zu beobachten wäre, ein Impuls wäre auch eine mögliche Stärke aus dem Halbleitersektor heraus, dann könnte sich hier auch zeitnah eine neue Swing-Bewegung abzeichnen. Weiterhin schön zu sehen, eben wie ein Hauptteil der Bewegung weiterhin bullisch auskonsolidiert wird. Die nächste Aktie, eine Jungheinrich, auch hier muss man sagen, interessantes Chartbild. Die Aktie bleibt hier in Schlagweite zum Jahreshoch und das wäre dann ja auch der Beginn oder die Fortsetzung dieser übergeordneten Trendbewegung. Pivotal Point wurde zuletzt hier gebildet. Man hat gute Zahlen für 2016 geliefert. Außerdem konnte man mit dem Ausblick für 2017 und die Folgejahre überzeugen. Hier ist ja auch weiterhin das Trendthema Intralogistik 4.0 und wenn auch hier wiederum dieses jüngste Widerstandsniveau ja, bei ca. 31,40 oder eben diese Barriere nach oben hin verlassen wird, hier könnte man direkt auch mal mit einem Alarm arbeiten, dann könnte auch hier zeitnah eben, wie gesagt, der übergeordnete Trend fortgesetzt werden, auch weiterhin ein interessanter Trading-Kandidat.
Eine Leonie-Aktie, ich habe es vorhin schon angesprochen hier, wunderschön, wie dieser Pivotal Point hier seine Wirkung entfaltet hat. Man hat ja den Turnaround in 2016 vollzogen, konnte vor allem beim operativen Gewinn für 2017, was den Ausblick betrifft, überzeugen. Und auch hier muss man sagen, wirklich sehr überzeugendes Konsolidierungsverhalten auf hohem Niveau über die Zeitachse in einer engen Handelsspanne. Und wenn auch hier wieder Kaufdruck in die Aktie hineinkommen sollte, hier könnte man mit einer Art Trendlinie argumentieren oder noch besser eben auch mit einem horizontalen Alarm in diesem Bereich hier, dann wäre das zumindest auf Sicht von mehreren Tagen eine attraktive Trading-Chance. Eine Stratec-Aktie, zuletzt wurde hier der Pivotal Point gebildet. Was war hier der Hintergrund? Stratec hat besser als erwartete Zahlen für 2016 geliefert. Grundsätzlich profitiert der Konzern als Entwickler von vollautomatischen Analysesystemen vom Übergang zur personalisierten Medizin. Schön zu sehen war auch am Freitag, wie dieser jüngste Rücksetzer direkt wieder gekauft wurde. Ein bullisches Zeichen. Und man sieht, gestern hat die Aktie das erste Mal auch wieder Leichtigkeit entwickelt. Das heißt, wir könnten hier mit einer Art Swing Low argumentieren. Und das sind immer gute Bezugspunkte für uns Trader, woraus dann oft auch ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis resultiert. Und abschließend noch eine Data Group. Hier wurde Ende vergangene Woche eine 10%ige Kapitalerhöhung durchgeführt zur Finanzierung des weiteren Wachstums. Hier können wir also mit einem sogenannten Capital Pivotal Point argumentieren, also auch wiederum ein guter Orientierungspunkt. Und man sieht auch, wie die Aktie sich bereits beginnt, von diesen Niveaus nach oben hin weiterzuentwickeln. Data Group richtet sich ja konsequent auf die Wachstumschancen rund um Managed Services und SAP aus. Die Lösungen für die Echtzeitdatenauswertung dürften im Rahmen von Industrie 4.0 eine starke Bedeutung einnehmen und damit ist weiterhin hohes Wachstumspotenzial vorhanden. Auch diesen Titel gilt es weiterhin im Auge zu behalten und der grundsätzliche Ansatz sieht einfach folgendermaßen aus. Sollte der Gesamtmarkt vor Ostern jetzt nochmal positive Impulse senden und eben diese Aktien diesen annehmen, beziehungsweise die Aktien allgemein mit einer relativen Stärke aufwarten, dann könnten sich hier jeweils interessante Trading-Chancen abzeichnen. Abschließend sei noch erwähnt, dass ich aktuell Positionen in der vorgestellten Aktie von Jungheinrich halte.